Vor eineinhalb Jahren hat uns Kanzler Scholz hier in Deutschland versprochen, wir stehen vor einem grünen Wirtschaftswunder mit Wachstumsraten von 8 oder 9%. Es ist dann doch ein bisschen weniger geworden. Und dieses grüne Wirtschaftswunder war eine Anspielung an die 50er, 60er Jahre, als die deutsche Wirtschaft wahrscheinlich durch die Reformen, durch die Grundsteinlegung einer Wirtschaftsordnung durch Ludwig Erhard ja wirklich massiv gewachsen ist. Damals setzte man auf Markt, auf Verantwortung des Einzelnen. Jetzt setzt man auf staatliche Lenkung. Der Staat, so hat es Robert Habeck gesagt, hat eine Vision und die Wirtschaft muss dann dieser Vision folgen, weil ja der Staat weiß, wohin die Dinge laufen müssen. Und wir haben heute jetzt das bestätigt bekommen, was naja, sich schon ein bisschen abgezeichnet hat, nämlich das Desaster bei Volkswagen mit der Schließung von 3 Werken. Tausende von Jobs dürften gestrichen werden, so hat es die Betriebsratschefin heute gesagt. Und das ist vielleicht ein Kipppunkt für dieses grüne Wirtschaftswunder, also ein Punkt, an dem jetzt eine gewisse Dynamik einsetzt, die du nicht mehr zurückdrehen kannst. Denn wenn das Ganze bei Volkswagen beginnt, dann dürfte das auch bei Mercedes, vielleicht sogar auch bei BMW passieren. Dann trifft es die Zulieferer, dann trifft es wieder Geschäftspartner der Zulieferer. Und so geht die ganze Geschichte dann weiter. All das ist wahrscheinlich kein Zufall, sondern eben die Folge eigener Fehler der Wirtschaft, gar keine Frage. Das sind auch Versäumnisse der Vorgängerregierung, auch das ist keine Frage. Aber diese Regierung hat das Ganze nicht besser, sondern noch viel schlimmer gemacht. Und wir wollen uns dieses Desaster mal anschauen. Im ersten Teil dieses Markeflüsters, im zweiten Teil, da schauen wir uns dann mal diese Geschichte an der Wall Street an und vor allem diese Israel-Iran-Thematik, die aus meiner Sicht eine ganz andere Wendung bekommen wird, als die Märkte das derzeit annehmen. Aber starten wir mal zunächst mit Volkswagen. 3 Werke, wie gesagt, dürften jetzt fallen. So heißt es. Osnabrück ist wohl ziemlich sicher schon. Habeck hat in einem Interview, ist schon ein bisschen her, zugegeben, 2011 gesagt, weniger Autos sind natürlich besser als mehr Autos. Weniger Autos müssen weniger Benzin verbrauchen als heute, aber jetzt haben wir ja die Elektroautos und jetzt wird ja alles gut, weil die verbrauchen ja kein Benzin und die stoßen ja auch kein CO2 aus, also wollen wir das unbedingt und das ist ja das einzig Richtige. Das ist gut und das andere ist böse, Elektroauto gut, Verbrenner sind rundum böse, das ist sozusagen die ganze Stoßrichtung, in der man hier vorgeht, in der die Wirtschaft letztendlich, in die die Wirtschaft letztendlich gedrängt wird in dieses Korsett. Und das Ganze funktioniert aber nicht wirklich. So stellt Simon Betschinger die Frage, ja, wer ist denn eigentlich schuld? Natürlich sind da auch massive Managementfehler dabei, das ist gar keine Frage, aber wir haben natürlich EU-Regulierungen, wir haben diese ganze Geschichte mit dem CO2-Richtlinien, die letztendlich zu einer planwirtschaftlichen Situation führen und dann eben diese Subventionen für die E-Mobilität. Ihr müsst E-Fahrzeuge produzieren, sonst habt ihr ein Riesenproblem. Das war die Botschaft der Politik und die meisten Autokonzerne wie Volkswagen sind willig gefolgt, haben dann auch bestimmte Trends in China verpasst. Das ist ihr Versagen, aber es gibt eben auch ein anderes Versagen und das ist das politische Versagen. Scholz rechnet mit neuem Wirtschaftswunder, das war im März 2023. Davon ist nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Das Gegenteil ist der Fall. Wie gesagt, all das ist kein Zufall und das wollen wir uns hier mal anschauen. Zum Beispiel mit solchen Fantasieprojekten, wie sie jetzt Robert Habeck bei seinem Besuch in Indien wieder abgeschlossen hat. Da wurde eine Absichtserklärung zur Lieferung von grünem Wasserstoff aus Indien bis zum Ende des Jahrzehnts abgeschlossen. Jetzt könnte man diesen grünen Wasserstoff über Pipelines transportieren. Das müsste aber dann durch Russland gehen. Das ist derzeit jetzt nicht so politisch opportun, könnte man sagen. Also muss das Ganze dann über das Meer transportiert werden, also mit Schwerdiesel, mit Schiffen, die natürlich einen sehr, sehr hohen umweltschädlichen Effekt haben. Und dann kommt das irgendwann in Deutschland an. Und dann muss eben dieser Wasserstoff wieder in Strom umgewandelt werden. Dadurch sind Effizienzverluste. Also das klingt erstmal alles sehr, sehr schön, aber es ist absolut unrealistisch. Und das gilt eben für so viele Punkte dieser Energiewende. Etwa für die Wärmepumpe.
die offenkundig bei den Leuten nicht so gut ankommt. Wir haben heute die Meldung, oder jetzt kürzlich war es, dass 52% weniger Wärmepumpen als im Vorjahr verkauft wurden. Und da versucht ja Habeck letztendlich, versucht die Bundesregierung das Ganze durchzudrücken, indem man Gas künstlich verteuert. Die Gaspreise werden deutlich steigen, Fernwärme wird im nächsten Jahr deutlich teurer. Also nehmt doch Wärmepumpen, das ist die Botschaft. Und Habeck folgt da eben dieser Wirtschaftswissenschaftlerin, der Italo-Amerikanerin Mazzucato. Die sagt, der Staat muss lenken, der Staat muss technische Innovationen begleiten, indem er sozusagen die Leitplanken setzt. Da müsst ihr lang, wir haben die Möglichkeit, das Ganze umzusetzen. Dagegen Steuersenkungen, was ja auch vorgeschlagen wurde, damit sozusagen diese Firmen mehr Luft haben für Investitionen. Das lehnt der gute Robert Habeck ab und setzt eben voll auf E-Autos. Die sind gut, Verbrenner sind böse, das ist der Tenor. Das Problem ist nur, was passiert denn mit diesen E-Autos, wenn die Batterie nicht mehr so richtig will? Dann einfach eine neue einbauen. Das rechnet sich nicht, denn diese Preise für die Elektrofahrzeuge, die sind so rapide im Sinkflug, dass du das Auto im Grunde erstmal auf den Hof stellen kannst. Viele Händler nehmen gebrauchte E-Fahrzeuge gar nicht mehr an, etwa 70%. Das heißt, was passiert mit diesen Autos, die dann im Grunde Sondermüll sind? Denn da sind ja einige Giftstoffe mit drin. Also das wird richtig schwierig, wenn dann erstmal diese erste Generation der E-Fahrzeuge entsorgt werden muss, davor stehen wir ja noch, dann darf man gespannt sein, was da passiert. Also in Sachen Nachhaltigkeit ist dieses gut-böse Denken, Elektrofahrzeuge gut, Verbrenner sind böse, alles andere als realistisch. Dementsprechend sollte man da vielleicht ein bisschen kritischer sein und sagen, nee, so einfach ist die Geschichte nicht. Und so ist eben das der Fall, was Vince Ebert jetzt hier gesagt hat. Die Deutschen sind so ein bisschen, die haben den kann man bestimmte Dinge relativ leicht erzählen. Man erlässt seitens der Gesetzgeber dämliche Gesetze, wie er hier schreibt, dass das Geschäftsmodell von ganzen Industriezweigen zerstört. Dann geraten die Unternehmen in Schieflage, gehen pleite oder verlagern ins Ausland. Genau das passiert jetzt derzeit. Dann beschwert man sich, dass die Unternehmen einfach nicht mit der Zeit gehen. Ihr habt ja alles verschlafen. Und man macht gierige Manager dafür verantwortlich. Teilweise haben die Schuld, aber sie sind eben nicht alleine schuld. Dann schreitet der Staat ein, rettet ein, zwei Unternehmen symbolisch mit Steuergeldern. Die Bürger sind erleichtert und sagen, naja, wir brauchen doch mehr Staat und weniger Turbokapitalismus. Das ist offenkundig der Staat und nicht der Kapitalismus ist, der hier wirklich die Verursacherfunktion hat. Das scheint den Leuten nicht so richtig aufzugehen. Und das sehen wir hier zum Beispiel beispielhaft mal an diesen Windturbinen, also diesen gigantisch großen Windkraftanlagen, die ja so unfassbar viel Platz verbrauchen. Hier sehen wir diese Windräder oder diese Rotorblätter. Die lassen sich nicht recyceln, wie jetzt gewissermaßen offiziell bestätigt wurde. Man kann eben nicht bisher ein nutzbares Verfahren finden, wie man diese Carbon- und Glasfasern aus dem Kunstharz lösen kann, so sagt es das Karlsruher Institut für Technologie. Also man produziert damit Sondermüll, diese Windkraftanlagen halten um und bei 20 Jahre und auch diese Offshore-Windanlagen, die also draußen auf See sind, die haben, wie jetzt ein Bericht feststellt, durchaus negative Auswirkungen auf die Umwelt. Also dieses Freund-Feind-Denken, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist gut, Erneuerbare oder Alternativen sind gut, Verbrenner oder Fossile sind rein böse, das funktioniert in der Realität nicht und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das mal irgendwie realisiert, dass man sagt, alles hat Pro und Contra, E-Fahrzeuge haben Vorteile, gerade in der Stadt, aber sie haben eben auch Nachteile, alternative Energien haben Vorteile, aber sie haben auch Nachteile und dieses einseitige Pushen einer Technologie, die letztendlich dann nicht wirklich funktioniert, das hat dann eben Folgewirkungen und die kriegen jetzt zum Beispiel Player in diesem Bereich zu spüren, zum Beispiel Betreiber von Solarfarmen in Deutschland, den hat jetzt die Bundesregierung Subventionen gestrichen. Warum tut sie das? Weil das Ganze immer teurer wird, es entsteht immer mehr Solar. Dadurch, wenn die Sonne scheint, haben wir immer mehr
Überkapazitäten an Strom, den müssen wir dann zu Negativpreisen ins Ausland verkaufen, in Anführungszeichen, verschenken, sogar mehr als verschenken, müssen aber die Betreiber dieser Solaranlagen dennoch bezahlen, auch wenn der Strom nicht mehr eingespeist wird, wenn er abgeregelt wird, weil hat man ja zugesagt. Also macht die Bundesregierung, macht Deutschland jeden Monat Milliarden an Minus, weil eben, wenn die Sonne scheint, zu viel Strom produziert werden kann, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, haben wir zu wenig und dann müssen wir teuer aus dem Ausland einkaufen. Jetzt nicht so ein richtig gutes Geschäftsmodell. Und jetzt fangen an, die Arbeitnehmer zu protestieren und sagen, Mensch, wir wollen höhere Löhne. So wird jetzt ab morgen die IG Metall eine Warnstreikwelle beginnen. Man sagt, wir wollen keine Zwei-Klassengesellschaft in den Betrieben. Also, jetzt kommen die Forderungen nach höheren Löhnen. Der VW-Markenchef Schäfer dagegen hat gesagt, so wie bisher können wir nicht weitermachen. Wir sind an den deutschen Standorten nicht produktiv genug und liegen bei den Fabrikkosten 25-50% über dem, was wir uns vorgenommen haben. Damit sind deutsche Werke doppelt so teuer wie der Wettbewerber. Wir sind also zu teuer. Und jetzt kommen aber die Leute und sagen, vielleicht auch zu Recht wegen Inflation, Mensch, wir wollen aber mehr Lohn. Wir müssen ja mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten mitkommen. Das ist ein ziemlicher Teufelskreis und jetzt gucken wir uns mal an, wie in Deutschland die Lage ist. Wir haben die höchste Zahl an Krankentagen im Jahr, mit Abstand sogar vor den Tschechen. Und diese Studie des VfA hat gezeigt, dass der Krankenstand in Deutschland seit 2015 um sage und schreibe 57% zugenommen hat. In den USA waren es 21, in Schweden 23. Wir arbeiten also weniger, wollen aber höhere Löhne haben und haben gleichzeitig eine massive Migration in unser Sozialsystem, anders als in den 50er, 60er Jahren, Wirtschaftswunder, dass Scholz angesprochen hat, als Italiener, als Griechen kamen, Türken kamen, die aber dann sofort gearbeitet haben in Deutschland, die also sozusagen in den Arbeitsmarkt migriert sind. Jetzt haben wir die Hälfte derjenigen, die Bürgergeld empfangen, etwa sind keine deutschen Staatsbürger. Die arbeiten oft nicht unbedingt, weil sie nicht wollen, sondern teilweise auch, weil sie nicht dürfen. Das heißt, wir haben einen ausufernden Sozialstaat, der immer mehr Berechtigte von Sozialleistungen hier finanziert und das Ganze bei einer sich verschlechternden Situation unserer Kernkompetenzen, nämlich der Industrie, dass das irgendwann uns in die Luft fliegt und dass das ein Kipppunkt ist, den du nicht mehr so einfach zurückdrehen kannst, liegt eigentlich auf der Hand und dementsprechend wundere ich mich, dass man sich wundert. Und jetzt kommt noch diese Geschichte mit Trump dazu, wenn der jetzt nächste Woche die Wahl gewinnt und dann ab Januar eben neuer US-Präsident ist, dann kommen die Zölle. Und wir sehen, die Märkte preisen das schon ein, hier bei europäischen Aktien, die zum Beispiel von Trump-Zöllen besonders betroffen wären. Da hat Goldman Sachs einen Basket von 22 europäischen Aktien und die entwickeln sich deutlich schlechter als der Gesamtmarkt. Wir sehen also, da ist schon was in der Mache. Und apropos Trump, da sehen wir etwas Auffälliges. Nicht nur, dass Jeff Bezos ja am Wochenende jetzt oder am Freitag war es gesagt hat, oder am Samstag, glaube ich, wir werden Kamala Harris nicht offiziell unterstützen, unseren Lesern empfehlen, Kamala Harris zu wählen, sondern es haben auch die Chefs von Google, Amazon, Apple und Meta allesamt sich mal bei Trump gemeldet und gesagt, Mensch, wie geht's dir denn so? Wir finden dich ja gar nicht so schlimm. Also man sieht, die Dickfische aus der Tech-Branche, die denken, okay, wir haben was zu verlieren. Wenn der die Wahl gewinnt, dann stellen wir uns doch mal lieber ein bisschen besser mit dem. Mark Zuckerberg von Meta hat sich extra einen Berater engagiert, der nichts anderes macht, als sein Verhältnis zu den Republikanern, zu anderen nicht-linken Medien zu verbessern. Wir sehen, denen geht schon so ein bisschen die Muffe, dass das wirklich auch passiert. Und kein Wunder, wir haben ja jetzt mit der glorreichen Kamala Harris wirklich eine Kandidatin, die sehr, sehr schwach ist. Ich glaube, das kann man sagen, wenn man keine Präferenz für irgendeine Partei hat. Das ist ja eigentlich offenkundig. Sie galt ja bis zu ihrer Nominierung so ein bisschen als, naja, die ist ja wirklich nicht geeignet, da müssen wir schon jemand anders finden. Das ging dann nicht, weil man eben die Wahlkampfspenden letztendlich sonst verloren hätte, die vorher der Fall waren. Und so sagt zynisch
Mensch, ein Twitter-Kommentator, ich glaube ja mittlerweile, dass die US-Demokraten auch eine eiche Schrankwand hätten aufstellen können. Und die deutschen Medien wären von dieser unkonventionellen, charismatischen Überfliegerin ganz begeistert. Und dann sehen wir hier solche Titel. Die Erlöserin rettet Kamala Harris, die USA. Also das scheint mir so ein bisschen sehr einseitig. Auch hier wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken, das letztendlich aus meiner Sicht an der Realität vorbeigeht. Da fehlt es an Urteilskraft oder man ist schlichtweg ideologisch so voreingenommen, dass man dann solche Dinge mal eben versucht, in die Hirne seiner Leser einzutröpfeln. Dabei haben die Amerikaner ein Riesenproblem, das von Harris nicht angegangen wurde oder von Biden. Von Trump müssen wir mal sehen, der war ja auch ziemlich vergabefreudig in seiner ersten Amtszeit. Aber er hat jetzt mit Elon Musk einen Player, der sozusagen gucken soll, was kann man da alles mal streichen. Und Elon Musk hat jetzt gesagt bei dieser Veranstaltung in New York, dass man ein knappes Drittel den US-Etat kürzen könnte. Und das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wie ich gleich zeige, denn erstens zahlen die USA die mit Abstand höchsten Zinszahlungen in Relation zu ihrem BIP mit 4,6% mit weitem Abstand vor Griechenland. Aber noch viel drastischer ist, dass die US-Regierung derzeit eine 6,8-Billionen-Maschine ist. Das wäre praktisch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und man hat jetzt die Ausgaben in einer Dekade um 50% erhöht und wächst, nämlich die Regierung und das Budget der Regierung um 9% jährlich. Das ist schneller als Indien oder China gewachsen sind und all das ist durch Schulden finanziert und dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, das scheint klar. Und wenn Trump die Zölle macht, dann wird er damit eben diese Defizite nicht kompensieren können. Diese Rechnung wird auf jeden Fall nicht aufgehen. Und ein anderes Land, das ähnlich agiert hat, sehr viel Geld ausgegeben hat, viel mehr Geld, als man eigentlich hat, obwohl Frankreich sehr hohe Staatseinnahmen hat, weil man sehr hohe Steuern hat, ist Frankreich. Da wurde ja diese Abstufung jetzt am Wochenende dann doch vollzogen durch Moody's. Und man sagt eben, das Risiko hat sich deutlich erhöht, weil eben schlichtweg hier keine fiskalische Disziplin der Fall ist. Also man sieht, wohin man da kommt. Dagegen steht Deutschland, wie Sie in dieser Grafik sehen, richtig gut da. Und jemand, der in der deutschen Presse ganz schlecht dasteht, ist Milei, der argentinische Staatschef. Und der hat jetzt zum Beispiel eine Regelung aufgehoben, über die die deutsche Presse natürlich eher nicht berichtet, nämlich die Vererblichkeit von Positionen, der sogenannte Sozialadel. Wer zum Beispiel Mitarbeiter der Zentralbank ist oder der staatlichen Eisenbahn oder der Steuerbehörde, der konnte, wenn er ein Kind oder einen Ehegatten hatte, der angeblich die Voraussetzungen in Alter und Ausbildung erfüllt, konnte sozusagen dafür sorgen, dass der dann als Nachfolger eintritt. Also praktisch ein Erblichkeitsprinzip. Darüber wird, wie gesagt, nicht berichtet. Und mit solchen Dingen aufzuräumen, ist aus meiner Sicht überfällig. Aber dieser Mann gilt ja als ganz böser Marktfaschist. Kein Faschist ist mit Sicherheit dieser Mann, den Sie hier sehen. Das ist der Dr. Bastian Siegert. Mit dem werde ich am Mittwoch ein Gespräch führen und wir haben schon einige Vorgespräche geführt und wir sind in manchen Punkten anderer Meinung, kommen aber am Ende dann doch auf einen gemeinsamen Nenner und das finde ich hochspannend und dieses Gespräch, denke ich, sollten sich nicht entgehen lassen, weil Sie aus dieser Kontroverse, die sich da abzeichnet zwischen uns, glaube ich, wichtige Erkenntnisse mitnehmen können. Wenn Sie das sehen wollen, einfach per E-Mail anmelden, E-Mail-Adresse reicht, dann werden Sie per E-Mail informiert. Das Ganze wird am Mittwoch, den 30. um 19 Uhr stattfinden. Also Sie müssen registriert sein per E-Mail, um sich das anschauen zu können. Würde mich sehr, sehr freuen, denn ich denke, da ist einiges drin. Das ist meine Empfehlung erstmal. Ich packe den Link unter das Video und verweise jetzt auf den zweiten Teil des Markeflüsters, wo ich zeigen werde, dass diese Erleichterung über das, was da mit Israel-Iran passiert ist, ja begrenzter Schlag und sie haben ja Ölanlagen nicht angegriffen, dass das ziemlich auf dünnem Eis steht, dass vielmehr jetzt Israel in einer Position ist, wo sie sehr wahrscheinlich, vor allem wenn Trump die Wahlen gewinnt, dann den Iran nochmal schärfer und ziemlich, wie soll man sagen, nachhaltig werden attackieren können. Also auch der Link des Markeflüsters Teil 2 unter dem Video. Wir sehen uns gleich. Bis dann.